Liebe Silvina, lieber Marvin, für euch ist ein ganz besonderer Schlag. Ein junges, freundliches Gesicht, ein junger Mensch, ein Kind, ist auch wie alle anderen, wie die Bibel sagt, dass wir eines Tages alle sterben müssen. Und heute wollen wir den letzten Abschied für Reggio feiern. Liebe Eltern, Großeltern und Verwandte, Geschwister, ich grüße euch alle zusammen und möchte euch damit trösten. Der Apostel in Hebräer 4, Vers 14 sagt, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, genau wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor dem Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Dieser letzte Vers war für mich ein ganz besonderer, wenn er das sagt, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und wir werden alle, ohne Ausnahme, wer immer wir sind, eines Tages diese Hilfe benötigen. Ohne diese Hilfe werden wir nicht durchkommen. Wir müssen alle einmal bei dem Sohn Gottes, bei dem Gnadenthron vorbei. Und dazu ist unser Leben hier auf Erden, dass wir diese Chance ausnutzen und dieses Gnadengeschenk annehmen. Ich heiße euch allen herzlich willkommen. Das zeigt, dass ihr, Silvina und Marvin, zeigt, dass ihr mitgeht, dass ihr mitleidet mit so einem Geschehen. Wollen wir noch und verneigen zum Gebet. Großer und heiliger Gott, du lässt die Menschen geboren werden und du lässt sie wieder sterben. Und das Alter ist verschieden. Keinem ist ein Alter vorgeschrieben, zumindest wir wissen es nicht. Du weißt das und du weißt doch genau, was mit Ricky Joe geschehen ist. Und wir sind in der vollen Hoffnung, denn du sagst, die Kinder sind das Reich Gottes, dass dieser kleine Junge jetzt bei dir, Jesus, in der ewigen Herrlichkeit ist. Herr, wir loben und preisen für deine Gnade, für dein Erbarmen und bitten um deine Gegenwart, dass dein Geist jetzt und auch weiter auf diesem Programm hier in dieser Kirche walte und unsere Herzen berühre, denn wir sind alle eines Tages dran. Im Namen Jesu mit Danksagung. Amen. Time.
Gebe Gott, der gute Hirte, heute Gnade zum Reden und zum Hören. Gnade zum Trösten und Ermahnen. Gesunde und entsprechende Speise für jedermann in diesem Raum. Wir feiern Abschied von Rekenissen. Mir ist der etwas bekannt durch unseren Großsohn. Früher und dann später durch Telefongespräche mit der Mutter, in den letzten Jahren kaum. Ich habe mir gestern Zeit genommen, doch mit der Familie zu telefonieren, um etwas zu wissen. Aber keinen persönlichen Kontakt gehabt. Es ist interessant und vielleicht sogar auffallend, auch wenn die ganze Bibel wahr ist, das ist bald klar, aber dass gewisse Bibelstellen eine besondere Bedeutung haben. Und eines dieser Auffälligkeiten bei Alt und Jung ist der 23. Psalm. Das ist ein Trostpsalm. An wie vielen Kranken und Sterbebetten wurde dieser 23. Psalm schon auswendig hergesagt oder vorgelesen? Das kann man nicht ahnen, wie viel. Als meine Schwiegereltern ihre goldene Hochzeit feierten, wählten sie sich Psalm 23. Ich bin der gute Hirte, mir wird nichts mangeln, so sagte der Schwiegervater. Dabei saß er schon längere Zeit im Rollstuhl und hatte rein äußerlich gesehen nicht mehr viel Grund zum Danken. Äußerlich gesehen. Nach seinem Gehirnschlägen. Hier stirbt ein fast 14-Jähriger und hat sich in seinen Leidensjahren auf denselben Psalm gestützt. Ich bin der gute Hirte, mir wird nichts mangeln. Und es mangelte bei ihm menschlich gesehen überall. Seine Gesundheit, seine Familie, ja, das stimmte nicht. Wie geht das? Was ist der Psalm für ein Geheimnispsalm? Das wird da viele Antworten geben, aber eine Antwort habe ich für mich gefunden. Das ist diese. Der Psalm 23 ist ein Beziehungspsalm. Den schreibt ein Schaf, nicht der Hirte. Den Psalm schreibt ein Schaf, das sich immer von Gott geführt wusste, ob er ein Mörder oder Ehebrecher war. Und sagt, mir wird nichts mangeln. Gott als der Hirte, dieses Bild verwendet die ganze Bibel. Bei uns ist das Hirtenverständnis verloren gegangen bei den jungen Menschen. Und das ist verständlich. Niemand hütet mehr Schafe. Heute ist alles eingefärzt. Damals, auch zu Jesu Zeiten, die Hirten auf dem Felde. Der alte Jakob, als er seinen Sohn Josef segnet, spricht er: Gott, der Herr, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Und wie hat Jakob gelogen und betrogen? Er ist mein Hirte gewesen. Er spricht, dass er immer wieder neue Beziehungen zum Hirten als Schaf aufgenommen hat. Jesaja verheißt dem Volk Gottes, das in Babylon saß, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und im Rausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wir sollten uns Zeit nehmen, uns in das Schafs- und Hirtenleben hineinzudenken.
Was stellte man sich damals darunter vor, wenn man immer wieder von diesem Hirten sprach? Der Hirte ernährte seine Herde. Der Hirte schlug seine dummen Schafe. Er strafte, er heilte, er ernährte, er war allen alles. David wusste, was für ein gefährlicher und anspruchsvoller Beruf Hirte war. Als junger Mann, als er sich für den Kampf gegen Goliath zur Verfügung stellte, wollte zunächst keiner davon etwas wissen. Du junger Kerl, gegen so einen gewaltigen Kämpfer wie Goliath, das wird nichts. Dafür König David sah gegenüber seine Berufserfahrung als Hirte an und David schildert das so. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und dann kam ein Löwe oder ein Bär und trug das Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Mund. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart, und schlug ihn tot. So hat der Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Ich glaube, keiner wird hier sagen, dass David großmäulig gesprochen hat, dass er hier pocht und auf seine Kraft angibt. Aber wer weiß, das Hirtenleben ist ein Kampf. Zurück zu der Energie. Seit dem 5. Lebensjahr hat er gelitten. Mal weniger, mal kaum, mal sehr schwer. Als ich die Mutter von Ricky und dessen Verwandten fragte, was Ricky im Leben wichtig gewesen war, da kamen die Antworten überraschend einstimmig. Zwei Sachen, Psalm 23, und er sprach immer wieder, dass Gott ihn liebt. Also der Psalm von dem guten Hirten. Und wie dieser gute Hirte ihn geliebt hat. Gottes die Liebe lässt mich erlösen. Gottes die Liebe, er liebt auch mich. Drum sage ich es noch einmal. Gottes die Liebe, er liebt auch mich. Sogar mich, der einsam aufwächst. Mein himmlischer Vater wird mich nie vergessen. Ricky wollte viel von dieser Liebe Gottes und dem guten Hirten gesprochen, gesungen und gebetet haben. Und wie heißt es in dem Lied, solange mein Jesus lebt? Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. Auf die Frage, was ihm durch die Zeiten an Ricky aufgefallen sei, antworteten sie, Ricky hat viel nach Papa gerufen. Papa war weg. Da noch eine Begebenheit, die den Familienangehörigen sehr sitzen geblieben ist. Als er mit etwa 10 Jahren sehr krank war und hilfeschreiend seine Hände nach oben streckte und Jesus bettelte, Jesus, hol mich nach Hause, hol mich jetzt.
Aber dieser gute Hirte holte ihn nicht. Er wusste was Besseres für ihn. Was das war, weiß allein Gott. Aber er hatte einen Sinn, noch 4 Jahre weiter uns zu leben. Eine Frage inzwischen an uns alle. Wir sagen leicht, der Herr ist mein Hirte. Kann ich den Vers auch umgekehrt sagen? Der Hirte ist mein Herr. Merkt ihr einen Unterschied? Ist der Hirte der Chef meines Lebens? Der Psalm lässt sich sehr schön aussprechen. Ist der Herr mein Hirte? Ist mein Hirte mein Herr? Menschen, die nicht mit Gott leben, fangen mit diesem Vers wenig an. Und es interessiert sie auch nicht so. Warum nicht? Es ist ein Beziehungspsalm von Schaf zu Hirte, von Hirte zu Schaf. Hat nicht zu sagen, wie wenig oder wie viel der Mensch gesündigt hat. David sagt, der Herr ist mein Hirte. David hat gemordet. David hat Ehebruch begangen. Aber bei all dem, wenn ihm die Sünden gesagt wurden, dann sagt David, Herr, ich habe vor dir gesündigt. Du bist mein Hirte. Ich komme zurück zu dir. Jede Bußbotschaft ist eine Heilbotschaft, sollte sie sein. Bibelkenner wissen davon zu berichten, wie hart der gute Hirte und Schafe früher sein konnte, wenn sie nicht bei der Herde bleiben wollten. Wenn sie ihre Weide woanders suchten. Als David diesen Psalm schrieb, hatte er sein fast ganzes Leben schon hinter sich. David war es gewohnt, dass man auf seine Anweisungen hörte. David hat Ehebruch begangen, David hat gemordet, David hatte viel Blutschuld an seinen Händen, schreibt die Bibel. Und David spricht von seinem guten Hirten. Ich finde das irgendwie aufregend, dass der Psalm 23 von Menschen geliebten Verstanden, die in besonderer Not sind und die den Herrn suchen. Man muss Psalm 23 gar nicht ganz immer wörtlich verstehen, damit der Heilige Geist ihn tief segnet und tröstet. Man muss nur die Welle des Hirten eingestellt haben und der Herr wird nach dem Reichtum seiner Gnade segnen. Ob er mein Herr ist, das entscheide ich. Die Bibel ist da eben klar. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Dazwischen gibt es nicht viel, wenn und aber. Gott ist gnädig und will jedem vergeben, der sich in Buße an den Herrn wendet. Mit Ricky kann niemand mehr was gut machen. Das ist zu Ende. Man kann nur noch Vergebung erlangen. Und das reinigt auch. Aber mit ihm, das ist zu spät. Deshalb sagt die Bibel immer, tut was während ihr lebt. Ich fasse Rickys Botschaft so zusammen. Nichts und niemand, wie ich ihn verstanden habe, die Familie, kann dich von der Liebe Gottes trennen. Ihn hat nichts von der Liebe Gottes getrennt. Er ist mit seinem Glauben, seinen Eltern, seinen Verwandten und allen ein Vorbild gewesen.
Gott hat sich ihnen in irgendeiner besonderen Weise geoffenbart. Also nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Er wurde nicht getrennt. Gott hat ihn geliebt bis in den Tod. Zweitens, lebe so, dass alles, was dir passieren kann, Gutes oder nicht Gutes, aus den Händen deines guten Hirten nehmen kannst. Und dass jedes Wort, das auch heute hier gesprochen wird, aus dem Sinn gesprochen wird, dass es Heilung geben kann. Ob der gute Hirte deine Wunden heilt, dir eine Mahlzeit gibt oder dich als hartnäckiges Schaf scharf zurechtweist, das ist bei jedem einzelnen Menschen verschieden. Ricky hätte uns vieles erzählen können. Noch eine Botschaft, die habe ich einfach mir den Mut genommen aufzustellen, die er wahrscheinlich übermittelt hat. Das ist diese: Liebe Eltern, bleib zusammen. Gott hat einen Plan, wenn zwei heiraten. Dann sagt die Bibel, seid fruchtbar und mehret euch. Aber dann trennt euch nicht. Die Seele des Kindes ist viel zu schade dazu. Hier gibt es nichts mehr gut zu machen, aber Vergebung. Eine Frage: Was möchtest du, wenn du heute sterben würdest, morgen hier auf deiner Beerdigung von dir gesagt werden würde? Was würden die morgen hier sagen von deinem Leben? Hast du Frieden über das, was du jetzt denkst? Nein, ja, ist wunderbar. Aber ich glaube, wir müssen uns mit diesen Fragen sehr konkret auseinandersetzen. Die helfen uns zu leben. Wir wollen ja nicht nur selig sterben, wir wollen doch auch selig leben, stimmt's nicht? Wer mit seinem ganzen Leben zu diesem guten Hirten kommt, egal was für einen Mist er gebaut hat, der wird erleben, wie gnädig und barmherzig unser Gott ist. Gottes die Liebe lässt mich erlösen, Gottes die Liebe erliebt auch mich, sogar mich. Und das ist nicht nur von ihm gesagt, für jeden einen heute. Wenn er glaubt, Gott liebt dich nicht, er liebt sogar dich, er liebt sogar mich. Aber ohne Sündenbekenntnis wird der Zorn Gottes weiter auf uns ruhen. Das ist Johannes 3, Vers 36. Es ist mit Sicherheit ein besonderes Gnadengeschenk, wenn dieser Ricky in seiner ganzen Familiensituation und persönlichem Leiden durch diese neuen Jahre hindurch diesen guten Hirten so nah und so persönlich erlebt hat, dass er sich an ihn freuen konnte. Gott hat sich ihm in einer besonderen Weise geoffenbart. Vielleicht musste er deshalb noch 4 Jahre länger leben. Gott allein weiß es. Wir alle können von ihm lernen, ich steige damit ein. Wenn wir wollen, bei all seiner Not und Einsamkeit, die er durchgemacht hat, von der Liebe Gottes und dem guten Hirten immer wieder zu sprechen und zu singen. Und zu sagen, betet für mich, wie er das gepflegt hat zu sagen. Zum Schluss will ich jetzt den 23. Psalm langsam lesen. Und jeder schaltet sein eigenes Leben jetzt mal ein. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Was mir gut tun wird, das werde ich bekommen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Was immer ich bekomme, ist grüne Weide,
und reines Wasser. Das sagt der Sünder hier. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Diese 9 Jahre waren die rechte Straße Gottes um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, hat er erlebt, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Das hier werden Beziehungen angesprochen. Stecken und Stab, das ist eine Hilfe für mich. Er mit mir, ich mit ihm. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, so sagt David. Du lässt mich voll leben bei all meinen Feinden. Feinde hat er wohl nicht. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du sorgst für meine geistliche Gesundheit und hast mir immer gegeben, was ich brauche, hast mir voll eingeschenkt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ricky ist jetzt da, wo er sein wollte, schon vor 5 Jahren. Im Hause des Herrn immer da. Ist das nicht Trost genug für jedermann hier? Auch wenn erst 4 Jahre später, Gott erhört zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit. Gestern an dem Beileidslied über Radio, das war so schön, wie der Männerchor sang: Einst erhalt ich dafür eine Krone. Und die Siegeskrone gehört ihm jetzt. Amen. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich will beten. Vater im Himmel, dein Wort, dein Psalm 23, hat kein Ende. Zu trösten, zu ernähren, zu erziehen und Menschen in deiner Nähe zu haben. Danke für David, dass er mit all seinen Sünden zu dir kam und in einer besonderen Zeit diesen Psalm geschrieben hat, von den guten Hirten, von der guten Nahrung und von der ewigen Krone. Danke, dass so viele Menschen diesen schon zum Trost gehabt haben. Alte Menschen, viele sterbende Menschen. Und heute hat der Ricky uns auch diesen Text mitgegeben. Ich bitte dich einfach vom Herzen, gib Gnade zu diesem Thema auch, dass jeder sich prüfe, sich stärken lasse von dir und sich auf seine Beziehungen, zu seinen Beziehungen mit dir Gedanken macht. Lass ich mich von dir korrigieren. David hat es gelassen, Jakob hat es gelassen und du warst ihnen immer ein guter Hirte. Die Gnade, dass dein gutes Hirte sein, heute jedermann erfasst und dass Menschen mit Reue und Mut neu weiterleben können. Herr, danke für das Leben von Ricky. Du hast ihn zu dir gezogen und uns aufmerksam gemacht und gestärkt, dass du unser guter Hirte bist. Ich will mich deiner neu widmen. Und solange ich lebe, mögest du mein guter Hirte sein. Egal, was du mir schenkst. Du schenkest uns alle voll ein. Allen voll ein. Danke für die Lieder heute, für all die Gäste, die hier teilnehmen. Und segne weiter dieses Programm und dieses Abschiedsfest im Namen Jesu. Amen.
Wir wollen gemeinsam singen aus dem großen Buch unter der Nummer 388. 388. Jetzt kommt das Lebensverzeichnis, wie mir gesagt wurde, von Thomas Wiebe. Lebensverzeichnis in liebevoller Erinnerung an Joe, Ricky Joe Niesen Wiebe. Ricky Joe wurde seinen Eltern Sylvina und Marvin Niesen am 17. Januar 2004 in Kanada geboren. Bis zum dritten Lebensjahr verbrachte er dort eine frohe und gesunde Kindheit. Im Jahr 2007 zog Ricky mit seinen Eltern zurück nach Paraguay, wo sie sich in Paratodo niederließen. Anfangs schien alles positiv zu verlaufen, doch langsam schlichen sich Probleme ein. Die Familie ging durch eine schwierige Zeit, woraufhin die Eltern sich im Jahr 2009 trennten. Diese Trennung war für Ricky schwer zu verstehen. Im selben Jahr zog Sabina mit Ricky nach Loma Plata, wo er ab dem zweiten Halbjahr die Vorschule in der El Sendero-Schule besuchte. Ricky fand dort sofort Freunde, weil er nie Probleme damit hatte, sich anzupassen und zu integrieren. Im November 2009 erkrankte Ricky. Am 3. Januar 2010 wurde er zum ersten Mal am Gehirn operiert, wobei man ihm eine bösartige Tumore entfernte. Daraufhin begann eine Krebsbehandlung, zuerst mit Chemotherapie und später mit einer Strahlentherapie. Erstaunlicherweise erholte Ricky sich schnell,
von der Krebserkrankung und konnte Gott sei Dank fast vollständig genesen. Er konnte wieder in die Schule gehen und er hatte eine gute und frohe Kindheit. Überall, wo Ricky war, schien regelrecht die Sonne. Wenn er mit seiner Mama auf dem Motorrad fuhr, musste jedes Mal der Psalm 23 gesungen werden. Sein Lieblingsvers war der zweite und dritte Vers dieses Psalms. Er weidet mich auf einer grünen Au und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße und seines Namens willen. Am 15. August 2012 bekam Ricky schwere Gehirnschlaganfälle, welche sich in den folgenden 3 Monaten einige Male wiederholten. An einem dieser Tage streckte Ricky seine Arme nach oben aus und sagte laut und klar: Jesus, ich kann dich sehen, du bist da. Bitte komm, hole mich, komm, bitte komm. Am 15. August 2012 bekam Ricky Schwere, danach wurde Ricky aber wieder gesund. Jedoch hatte seine Konzentrationsfähigkeit deutlich verringert, was ihm Schwierigkeiten im akademischen Bereich, in der Schule, aber auch im Alltag bereitete. Daraufhin kam er in die Förderklasse, wo es ihm besonders gut gefiel. In dieser Klasse wurde Ricky individuell gefördert und durfte außerdem auch an Reittherapien mit Pferden teilnehmen. In diesen Jahren, wo er zur Förderklasse ging, ist Ricky aufgeblüht und hat immer davon erzählt, wie gut es ihm dort ging. Seine strahlenden blauen Augen sagten außerdem noch viel mehr, als er selbst in Worte fassen konnte. Er hatte ein ehrliches und ein aufrichtiges Lächeln. Am 1. Januar 2018 erkrankte Ricky erneut und wurde im Krankenhaus interniert. Anfangs ging es ihm etwas besser, woraufhin er für kurze Zeit entlassen wurde. Doch er wurde schnell wieder ins Krankenhaus eingeliefert, da es ihm plötzlich doch wieder schlechter ging. Man ging davon aus, dass man erneut Tumore entdecken würde, was aber nach mehreren Untersuchungen nicht der Fall war. Ricky hatte eine virale Entzündung, welche ihm starke Schmerzen bereitete. Obwohl Ricky vorher große Not hatte und starke Schmerzen erleiden musste, schlief er am Freitag, den 12. Januar 2018 um 10 nach 12 Uhr friedlich ein. Nun war sein Gebet in Erfüllung gegangen und Ricky konnte von aller Not erlöst werden. Die Todesursache konnte leider noch nicht mit Klarheit definiert werden. Trotz all den schwierigen und turbulenten Zeiten seiner Kindheit ist Ricky im Glauben an Gott ständig gewachsen. Jede Schwierigkeit brachte ihn näher zu seinem Freund und Heiland Jesus Christus. Ricky war ein gutes Vorbild für seine Mitmenschen. Im Tode vorangegangen sind sein Onkel Ruben Wiebel und sein Opa Abraham Mason. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für alle Gebete, die für uns gesprochen wurden. Außerdem bedanken wir uns besonders beim Pflegepersonal und bei den Ärzten vom Krankenhaus Loma Plata und bei all diejenigen, die die Hilfe und Unterstützung angeboten und geleistet haben. Vielen Dank auch an die Gemeinde aus Prato, die erlaubt hat, dass die Beerdigung in dieser Kirche stattfinden darf. Liebe Ricky Joe, wir werden dich sehr vermissen. Du wirst uns in guter Erinnerung bleiben. Ruhe und Frieden. Wenn noch weitere freie Beiträge sind, wir geben jetzt die Gelegenheit. Entschuldigung, war die Zeit gestohlen. Wer hat das nicht gefunden?
hier, Entschuldigung. Und direkt hier, sehr sehr bei die Eugen. Ich muss bloß sagen, dass ich hier sehr dankbar dafür Jesus am Wort hat. Und die 19 Jahre, weil wir Jesus in Hüß. Und Jesus wohnt am Wien, der das am Westen. Und die 19 Jahre, von der er war, dort ist Jesus in Hüß und Jesus wohnt am Wien. Dann werden wir uns doch freuen bei der. Und ich will mal sterben uns durch. Dankeschön, das wunderbar, ein Mensch dort sein konnte. Noch jemand? Na, dann hänge ich so wie eine Hand. Auch seit das Herrschtor noch gestern, wie Ricky zu sein von Club heute Mittag, von Club heute Mittag. Eure Zerspore, die zu säumen. Und ich überlege, was kann ich für Ricky dürfen. Ich wüsste, dass Ricky hier betet euch. Er hat viel für Ricky gebeten. Dann sage ich den Leuten, so könnte es euch das ankommen, was hier auf dem Kopf steht. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Flüsse. Und sein die Sterne schub alle der Herr. So schwor es Ricky den Kurs. Aber Ricky versucht mir zu singen. Als habe im Herrn ein gänzliches Gebet, ich mochte doch. Mein Gebet erhöre in Ricky von Wiener Qualen erlösen. Hat hier nicht so lang, aber hat Ricky rührt. Und wir zu seinen, ich glaube, diese wahrscheinlich. Er hat an der Schwelle des Todes. Und wirklich, zum Abend habe ich den Sachen gelesen, Sylvina mir geschrieben hat, dass Ricky eingeschluckt wird. Ich wünsche mir den Glauben, den Ricky hat. Dankeschön. Nach Uhr, wer? Ich habe Ricky aus Säuerlin, ja, hat auch einmal basiert, Jesus sieht dran hier. Da habe ich eines aus dem Namen wohnen wollen und er hat ihn so schon falsch gekommen. Ich bin von euch gegangen, nur für einen kurzen Augenblick und gar nicht weit. Wenn ihr dahin kommt, wohin ich gegangen bin, werdet ihr euch fragen, warum ihr geweint. Im Namen der Klassenlehrerin Frau Erna Fung möchte ich einen kurzen Einblick aus dem Schulleben von Ricky Joe hier weitergeben. Ricky kam mit 11 Jahren zu mir, also zu Frau Funk, in die Förderklasse. Er war ein sehr freundliches Kind, das sie von Herzen amüsieren konnte und der sich immer und überall gut integrierte. Manchmal konnte er allerdings auch sehr eigensinnig sein, worüber aber alle im Nachhinein meistens lachen mussten, auch er selbst. Ricky liebte es, sich sozial zu integrieren und mit seinen Freunden zu spielen oder auf Pferde zu reiten. Ricky war ein herzlicher Junge, der seine Mitmenschen umarmte und auch oft hartig lieb sagte. Ricky, mit dem folgenden Gedicht möchten wir dich loslassen und dir die himmlische Ruhe bei deinem Freund Jesus Christus gönnen. Niemals allein. Du hast das Leben auf dieser Welt verlassen, doch unsere Erinnerung an dich wird nie verlassen. Du warst ein wichtiger Mensch in unser aller Leben. Du hast uns Mut, Kraft und Liebe gegeben. Du bist nicht mehr greifbar, nicht mehr da, und doch bist du uns so nah. Denn niemals werden wir dich aus unserem Herzen lassen gehen, um irgendwann auch alles zu verstehen. Warum du von uns gehen musstest, du würdest dir wünschen, dass wir glücklich sind. Du gibst uns Kraft, Mut und Willen, durch die Erinnerung an dich. Für immer wirst du in unserem Herzen sein. Niemals sind wir in Gedanken an dich allein. Lieber Ricky, deine Klassenlehrerin Frau Funk, deine Klassenkameraden, die anderen Lehrerinnen und Lehrer werden dich sehr vermissen. Wir sind zusammen. Ich möchte auch ganz kurz ein Dankeschön an
Hartmut und Erna Funk aufsprechen. Immer wieder haben wir gespürt, wie sie hinter Sabina und Ricky standen. Ich habe in diesen Tagen noch mit Hartmut gesprochen und er sagt, wir stehen hinter Sabina und Ricky. Und sie beweisen das auch heute wieder, sie sind da, sie begleiten uns. Und ich bin auch sehr froh und dankbar, dass Gott uns diese Gnade schenkt, dass wir unsere Mutter dürfen hier haben. Auch wenn sie vielleicht nicht vieles mitnimmt, aber wir wissen alle, wir haben ein Ziel. Und Ricky geht uns voran und wir wollen als Großfamilie auch wirklich diesen Weg hinterhergehen. Und ich möchte wirklich allen auch von unserer Seite aus Dankeschön sagen, auch besonders in der Gemeinde von Paratoro, dass sie so schnell auch für uns die Türen geöffnet haben. Es ist wirklich nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Noch jemand? Thank you.
16. Thank you.
Januar 2013 begleitet. Dann haben wir hier aber so eine weitere Verbindung, das Medium, der ja dann nicht, die noch hier dann ist. Dann haben wir hier auch wirklich so die deutsche Methode Leistung.
Yes.